Es duftet himmlisch süß, ein Feuerwerk der Farben und Formen. 85 verschiedene Petunien, die noch nicht am Markt sind, werden hier an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim von der Gartenbauingenieurin Eva-Maria Geiger auf Herz und Nieren getestet. Das ist Spielwiese von den Züchtern und auch großes Können, weil wir haben Spotsorten mit Punkte drin, gesternte, gerandete. Aber das ist jetzt spektakulär. Also ganz neue Sorten mit viel Grün in der Blüte, unglaubliches Muster und hier sogar noch gerüschte Blüten. Inspiriert von südbayerischen Balkonen, die stark wüchsigen Alpenpetunien. Also da gibt es auch Serien, die erkennt man, die wachsen breit und üppig. Und die erzaubern uns diesen typischen Alpenbalkon. Wer es exotischer liebt, Inka-Lilien sind weitere Sommerstars. Die besonders langlebigen Pflanzen lassen sich frostfrei überwintern. Und die Staudengerberer haben es zum ersten Mal in Veitshöchheim durch den Winter geschafft, trotz Schnee und Eis. Für innen und außen geeignet, Blattschmuckbegonien im Retro-Look. Unterstützung kommt von den Auszubildenden Hanna Frank und Patrick Knorr. Sie sind hin und weg von den neuen Sommerpflanzen. Also ich finde die Farbe halt so super von der, ne? Das kommt so rüber wie die Sterne im Weltall, finde ich. Wenn man da jetzt reinschaut, irgendwie so die Tiefe und dann auch dieses, sag ich jetzt mal, gesprenkelte, diese Punkten, finde ich schon super. Also das ist schon, finde ich, ein Highlight, wo ich sagen muss, gefällt mir ganz gut. In einer Woche dürfen die Pflanzen raus ins Freiland zur Gartenleistungsprüfung. Rückblick Oktober 2023. Hier auf den Versuchsflächen testen Eva-Maria Geiger und ihr Team ca. 850 Sorten. Welche Pflanzen bestehen den Härtetest? Blühintensität, Insektenfreundlichkeit, Toleranz gegenüber trockenen Phasen. Das sind nur einige Kriterien, die bei den Pflanzen alle 3 Wochen bewertet werden. Es ist ein Südamerika-Salbei und das Besondere ist, er baut im Sommer unglaublich viel Biomasse und Blüten auf. Also wird locker 1 Meter hoch im Gefäß und im Beete 70, 80 Zentimeter. Eine Sommerpflanze für Mensch und Tier. Und die Hummeln sind am intelligentesten, denn die Hummeln kommen in den Salbeiblüten gar nicht mehr rein, die sind nämlich zu dick. Also nehmen Sie den Hintereingang, die heben nämlich diese kleinen dunklen Kelchblätter hoch und krabbeln da zum Nektar rein. Eine sehr pflegeleichte Balkon- und Ampelpflanze für sonnige Standorte, die Fächerblume. Ein weiterer Insektenmagnet, sowie auch Bidens und Gaura, die Prachtkerze. Eine absolute Lieblingspflanze von Garteneinsteigern, da sie Wetterkapriolen aushält und Trockenphasen gut übersteht. Grazil und schwingend im Wind. Die weißen Sorten sind in der Regel winterhart, rosafarbene teilweise auch. Test bestanden. Die Daten sind frei zugänglich und bieten eine gute Orientierung für die Sortimentsauswahl. Das 2. Jahr im Test, der Kugelamaranth Ping Pong Purple. Auch wenn ich mit den Studierenden hier kommen, die sind auch alle begeistert und dann geht es immer so hin und her. Das lädt halt ein, mit der Pflanze aktiv zu werden. Sie nennen sich Big oder Megawatt. Der Name ist Programm bei den ausladenden Begonien, die nur so vor Blüten und Gesundheit strotzen. Diese Pflanze toppt alles durch ihre Wüchsigkeit. Das sind Begonien und zwar XXXL-Begonien. Die sind absolut pflegeleicht, also muss nur gießen und viel düngen und dann hat man ein andauerndes Blüherlebnis. Und das bis in den Oktober. Jetzt im Mai wird erst einmal mit torfreier Erde gepflanzt. Isolde Keil-Vierheilig arbeitet beim Gartentelefon der Bayerischen Gartenakademie und tauscht sich mit Eva-Maria Geiger über aktuelle Fragen der Hobbygärtner aus. Und mit dieser torfreien Erde, wie gehe ich dann jetzt um? Also grundsätzlich, ich muss ein bisschen anders gießen. Ich muss öfters gießen mit kleineren Wassermengen, denn diese Erde ist ja sehr locker. Das mögen Pflanzen, aber sie kann weniger Wasser halten. Dann nehmen wir die Bellastella, bayerische Pflanze des Jahres. Die Sternengeranie kommt gut mit Hitze und Trockenheit klar. Kleiner Punktabzug in Sachen Insektenfreundlichkeit. Das machen Zauberschnee und Männertreu wieder wett.
Und die Holzbiene fühlt sich direkt angesprochen.